Ja, moin Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, und heute gibt es mal wieder ein Unboxing von mir und da habe ich nämlich Anfang des Monats schon dieses schöne Mediabook von Henry Portrait of a Serial Killer 2 gekauft. Ja, das ist ja ein Film, der hat, soweit ich das jetzt weiß, gar nicht mit dem ersten Teil so richtig viel zu tun. Der erste Teil kam ja von Turbine im Mediabook, da habe ich auch ein Unboxing gemacht. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Und dann dachten die sich, ja, knappe 10 bis 15 Jahre später, da schieben wir jetzt einfach mal einen zweiten Teil hinterher, der so eigentlich gar nichts mit dem ersten Teil zu tun hat und auch mit anderen Schauspielern ist. Das heißt, Henry selbst wird nicht mehr von Michael Rooker verkörpert, sondern von, wie hieß er nochmal, Gintoli, hieß er auf jeden Fall mit Nachnamen. Ist auf jeden Fall ein ganz anderer Schauspieler. Genau, Neil Gintoli hieß er. Und das ist natürlich schade, weil Michael Rooker natürlich eine Präsenz hat, ein sehr guter Schauspieler ist. Und wie dieser Neil Gintoli das macht, das weiß ich selbst noch nicht, da ich diesen Film noch nicht gesehen habe. Aber ich habe gesehen, hier auf YouTube gibt es noch gar kein Unboxing zu diesem schönen Mediabook von Henry 2. Und deshalb zeige ich euch das Ganze jetzt einfach mal. Ja, packen wir das Ganze mal eben schnell hier aus. Gucken, dass ich hier keinen Riss reinmache oder sowas. Perfekt. Jetzt sollte das Ganze leicht abgehen. Ja, wie gesagt, der erste Teil, den hatte ich mir damals gekauft von Turbine, als der im 4K-Mediabook kam. Und der hat mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Also das ist auch der Grund, warum ich mir das Mediabook hier von Henry 2 geholt habe. Genau, im ersten Teil ging es darum, einfach, dass es diesen Serienkiller Henry gab, der den es auch wirklich in Real Life so gab. Und das Ganze wurde verfilmt. Und das hier ist jetzt einfach nur die Story-Fortsetzung, dass er eigentlich ein neues Leben anfangen will nach seinen ganzen Morden, dann aber diese Mordlust zurückkommt. Und das ist eigentlich so der Hauptbestandteil von Henry 2, so wie ich das jetzt erkenntlich machen konnte. Und haben wir hier oben From the Director of Ed Gein and the Hillside Strangler. Ja, oder Strangler. Haben wir hier das Cover. Ist eigentlich ziemlich scharf bedruckt. Gefällt mir auch ziemlich gut. Diese ganzen Risse hier, die ihr seht, die sind natürlich drauf gedruckt. Da ist jetzt nichts dran. Finde ich hier eigentlich ziemlich cool, so mit dem neuen Henry. Dann haben wir hier so ein, wahrscheinlich sein Opfer, eine Frau. Und dann hier hinten mit den, mit der Straße und sowas. Gefällt mir ziemlich gut, das Artwork. Ja, genau. Schauen wir uns mal hier den Spine an. Genau, da haben wir hier das Logo von Shock Entertainment und das Henry 2, den Schriftzug. Blu-ray und DVD, wie man es kennt. Und dann haben wir hier erstmalig ungeschnittene Langfassung. Ja, dieses Mediabook kam schon 2019 raus von Shock Entertainment und kam deshalb auch schon vor dem ersten Henry im Mediabook, was für mich eigentlich keinen Sinn macht. Ich finde immer, dass ja, erste Teile halt auch erst ein Mediabook brauchen und nicht direkt ein zweiter Teil, ne? Weil was bringt das, wenn man den zweiten Teil im Mediabook hat, aber den ersten nicht, ne? Und das war bisher der Fall, aber Turbine hat sich ja schön daran gesetzt und ja, das Mediabook war natürlich auch klasse von Turbine, ne? Ja, dann gucken wir uns mal hier an, haben wir hier ein paar Szenenbilder in so einem, ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Tape, wie so ein Tape, was hier so lang geht. Haben wir hier noch ganz unscharf so, so eine Frau, das passt eigentlich von der Gestaltung her ganz gut. Und haben wir hier auch relativ unscharf diesen Text. Könnt ihr euch gerne nochmal durchlesen. Und dann haben wir hier unten natürlich auch die technischen Daten. Film hat auch nur eine Laufzeit von 85 Minuten. Das passt aber soweit. Der erste Henry, der ging jetzt auch nicht wirklich so lange. Und dann haben wir hier als Extras noch ein paar Audiokommentare, Trailer, Making-of, ungeschnittene Langfassung. Gut, die ist ja sowieso gegeben. Und ehemals fehlende Szenen sind optional deutsch untertitelt. Alles klar. Das heißt, die wurden nicht neu synchronisiert, sondern einfach nur untertitelt. Das passt aber soweit. Schön, dass man die dann trotzdem dabei hat. Und dann natürlich ein 24-seitiges Booklet mit Texten von Nandorona. Ja, Nandorona-Booklets sind auch mal sehr solide. Das passt auf jeden Fall. So, dann schauen wir uns das Ganze von innen an. Und da haben wir dann hier natürlich direkt mal ganz vorne drauf den neuen Henry. Oder was heißt der neue Henry? So, der Film hier ist auch schon von 1996. Aber der erste Teil war halt aus den 80ern. Haben wir hier die Blu-ray so gestaltet. Passt auf jeden Fall. Finde ich eigentlich relativ stimmig, da alles ja hier sehr in Blau gehalten ist, aber auch in Rot. Passt für mich. Und dann haben wir hier die DVD.
Die Ganze sieht dann hier so aus. Ist jetzt auch nicht wirklich viel anders. Aber dann können wir schon mal sehen, haben wir hier hinten auf den Innentrays haben wir dann die beiden Personen, die halt auch auf den Discs sind. Genau, dann haben wir hier nämlich einmal auf der Blu-ray war nämlich auch dieser Mann und auf der DVD war nämlich diese Frau. Wie wir hier nochmal sehen, haben wir hier Frau, so. Das passt. Fällt mir eigentlich ganz gut so von der Gestaltung her, muss ich sagen. Und ja, ob dieser Film überhaupt den ersten Teil, sage ich mal, erreichen kann von der Qualität. Ich denke mal, der Film wurde mit einem etwas höheren Budget gedreht, da der erste Teil nur mit 100.000 Dollar gedreht wurde und somit halt ein absoluter Independent-Film ist, der halt aber wirklich Wellen geschlagen hat. Ja, gehe ich mal davon aus, dass dieser Film auf jeden Fall mit mehr Budget gedreht wurde. Darüber hatte ich mich jetzt noch nicht informiert. Aber eigentlich sollte der eine größere Qualität erreichen können. Ob er das wirklich macht, werde ich dann sehen. Ja, mach es nochmal, Henry. Ein Blick auf Henry 2. Und die Bestie Mensch. Gehen wir mal hier durch. Auf jeden Fall viel mit großen Bildern gespickt von Henry selbst. Haben wir hier nur mal so Normalbilder ohne Text. Ich sag mal so, sowas kann man machen auf jeden Fall, wenn das Ganze dann natürlich trotzdem viel Text bietet. Und das ist hier bisher, ja, sagen wir mal, geht so, ne? Ja, hast auf jeden Fall hier einiges an Text. Dann haben wir hier nur Bilder und hier wieder nur so einen kleinen Text. Ist ein bisschen schade. Hoffe ich natürlich, dass hier noch mehr Text kommt, aber eigentlich muss man sagen, sieht das hier eher nach so einem Booklet aus, wo halt wirklich mehr Bilder sind als Text. Ja, und das ist wirklich schade. Da haben wir dann hier natürlich schon die Mitte des Booklets, wie wir sehen. Das Ganze ist eingetackert. Und hier ist die Mitte des Booklets. Und wieder nur Bilder. Also, ja, würde es hier von der Amore geben, kann ich euch auf jeden Fall sagen, die Amore würde auch passen. Weil viel Mehrwert habt ihr hier im Booklet wahrscheinlich nicht. Ist zwar ganz schön, dass wir hier natürlich Text haben, natürlich muss ja auch drin sein, aber es ist einfach zu wenig. Ganz einfach. Dagegen ist natürlich das Henry 1 Mediabook von Turbine, wo ein Booklet von Tobias Hohmann geschrieben wurde. Das ist natürlich die deutlich bessere Wahl. Einfach aus dem Grund, da habt ihr viel mehr Inhalt und die komplette Geschichte, wie es zu diesem Film überhaupt kam. Ja, was wir aber auf jeden Fall schon mal sehen, der Film ist auf jeden Fall ordentlich blutig. Und ja, das war's schon. Hier steht schon Text Nandorona, Lektor Alan Zennhäusern und das war's am Text. Also das ist halt wirklich enorm wenig. Ja, das Gute ist, das ganze Mediabook hier habe ich für ganze 10 Euro erworben. Und ja, ich glaube für 10 Euro passt das Ganze. Aber wenn es eine Amaray gibt, weiß ich gerade nicht im Kopf habe, ich glaube nämlich leider nicht. Dann würde ich euch aber zur Amore ja, sagen, holt euch lieber die, weil, wie gesagt, das Booklet hat nicht viel Mehrwert. Da habe ich von Nandorona schon einiges Besseres gelesen. Alleine wenn er für Nameless geschrieben hat, dann hat er deutlich umfangreicher geschrieben. Ist natürlich schade hier, aber möglicherweise hat Shock Entertainment ja auch die Seiten so vorgegeben. Das heißt, Nandorona konnte ja, zu diesem Film nicht deutlich mehr schreiben, einfach aus dem Grund, Shock Entertainment wollte mehr Bilder haben. Das ist natürlich auch möglich. Wissen tue ich es nicht, aber ja, was sagt ihr denn zu diesem Mediabook oder generell vielleicht auch zu dem Film? Vielleicht kennt ihr diesen Film schon. Und mich würde mal eure Meinung interessieren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.